Hallo, in diesem Video sehen wir uns die Nomenbildung genauer an. Links einige Verben, rechts die Nomen. Jagen, die Jagd. Lieben, die Liebe. Fahren, die Fahrt. Ändern, die Änderung. Züchten, die Zucht. Fliehen, die Flucht. Werfen, der Wurf. Ziehen, der Zug. Mitnehmen, die Mitnahme. Arbeiten, die Arbeit. Und noch einmal. Jagen, die Jagd. Lieben, die Liebe. Fahren, die Fahrt. Ändern, die Änderung. Züchten, die Zucht. Fliehen, die Flucht. Werfen, der Wurf. Ziehen, der Zug. Mitnehmen, die Mitnahme. Arbeiten, die Arbeit. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao. Hallo, in diesem Video sehen wir uns einige Fragewörter genauer an. Wo liegt Wien? Wann ist sie abgefahren? Wer sitzt da drüben? Wie lange lebst du in Österreich? Warum schreibst du nicht? Woher kommt ihr oder wann kommt ihr? Wessen Auto ist das? Seit wann wohnt er hier? Wie hast du ihn unterstützt? Warum kannst du das nicht?
Manchmal gibt es auch Alternativen. Und noch einmal. Wo liegt Wien? Wann ist sie abgefahren? Wer sitzt da drüben? Wie lange lebst du in Österreich? Warum schreibst du nicht? Woher kommt ihr oder wann kommt ihr? Wessen Auto ist das? Seit wann wohnt er hier? Wie hast du ihn unterstützt? Warum kannst du das nicht? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Hallo, in diesem Video sehen wir uns einige Verben, das Präteritum und das Perfekt genauer an. Sehen, sah, hat gesehen. Kommen, kam, ist gekommen. Kaufen, kaufte, hat gekauft. Lernen, lernte, hat gelernt. Bauen, baute, hat gebaut. Überraschen, überraschte, hat überrascht. Zeigen, zeigte, hat gezeigt. Berühren, berührte, hat berührt. Fassen, fasste, hat gefasst. Begleiten, begleitete, hat begleitet. Und noch einmal. Sehen, sah, hat gesehen. Kommen, kam, ist gekommen. Kaufen, kaufte, hat gekauft. Lernen, lernte, hat gelernt. Bauen, baute, hat gebaut. Überraschen, überraschte, hat überrascht. Zeigen, zeigte, hat gezeigt. Berühren, berührte, hat berührt. Fassen, fasste, hat gefasst. Begleiten, begleitete, hat begleitet. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao.
Hallo, in diesem Video sehen wir uns das Verb können und die verschiedenen Zeiten dazu an. Präsens, er kann. Präteritum, er konnte. Perfekt, er hat gekonnt oder können. Plusquamperfekt, er hatte gekonnt oder können. Futur 1, er wird können. Futur 2, er wird gekonnt haben oder können haben. Konjunktiv 1 Gegenwart, er könne. Konjunktiv 1 Vergangenheit, er habe gekonnt oder können. Konjunktiv 2 Gegenwart, er könnte oder würde können. Konjunktiv 2 Vergangenheit, er hätte gekonnt oder können. Und noch einmal, Präsens, er kann. Präteritum, er konnte. Perfekt, er hat gekonnt oder können. Plusquamperfekt, er hatte gekonnt oder können. Futur 1, er wird können. Futur 2, er wird gekonnt haben oder können haben. Konjunktiv 1 Gegenwart, er könne. Konjunktiv 1 Vergangenheit, er habe gekonnt oder können. Konjunktiv 2 Gegenwart, er könnte oder würde können. Konjunktiv 2 Vergangenheit, er hätte gekonnt oder können. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao. Setzen Sie ein. Wo ist er oder sie? Er ist in Spanien. In der Türkei, feminin. In Berlin. An oder in der Nordsee, feminin. Im Nahen Osten, maskulin. In Leipzig. Im Süden, maskulin. In der Karibik,
feminin. In Nordamerika. In Mailand. In der Schweiz, feminin. In Eritrea. Im Westen, maskulin. In Australien. In den USA, plural. In Thailand. Im Libanon, maskulin. Im oder auf dem Land, neutrum. In Georgien, im Jemen, maskulin, in Portugal, in Osteuropa, in Kambodscha, in Japan, im Kongo, maskulin. In China, auf der Insel, feminin, an der Grenze, feminin. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao! Hallo, in diesem Video sehen wir uns einige Verben an und deren Gegenteile. Zuerst die Verben. Lachen, sitzen, ankommen, sich erinnern, bauen, verkaufen und sich aufregen. Setzen wir ein. Lachen, weinen. Sitzen, stehen, ankommen, abfahren, sich erinnern, vergessen, bauen, zerstören, verkaufen, kaufen, sich aufregen, sich beruhigen. Und noch einmal. Lachen, weinen, sitzen, stehen, ankommen,
abfahren, sich erinnern, vergessen, bauen, zerstören, verkaufen, kaufen, sich aufregen, sich beruhigen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Und es wäre schön, wenn ihr Mitglied auf dem Kanal würdet. Und jetzt noch einmal zum Selbstüben. Ciao! Setzen Sie ein. Ich komme. Ich komme aus dem Wald. Von der Wiese. Vom Feld, vom Fluss, vom Strand, aus den Bergen oder von den Bergen. Vom See oder aus dem See. Du kommst von der See. Von den Tieren. Vom Meer oder aus dem Meer, vom Park oder aus dem Park, aus der Natur, aus dem Garten. Vom Baum,
Ich komme von den Blumen. Vom Beet oder aus dem Beet. Von draußen. Vom oder aus dem Teich. Vom Spazieren. Von oben. Aus der Sonne. Aus dem Schatten. Aus dem Süden. Vom Ufer. Von der Palme. Aus dem Zoo. Von der Küste. Von der Klippe. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Hallo, in diesem Video sehen wir uns das Fragewort wie ein bisschen genauer an. Oben findet ihr die Sätze und unten die Lösungsmöglichkeiten. Zuerst die Fragen. Wie, hast du gewartet? 5 Minuten. Wie, warst du in Prag? Schon 3-mal. Wie, bist du? 7 Jahre. Wie, kostet das? 2,99 Euro. Wie, ist dein Sohn jetzt? Schon 1,51 Meter. Und die Lösungsmöglichkeiten? Alt, lange, groß, viel und oft. Setzen wir ein. Wie lange hast du gewartet? 5 Minuten. Wie oft warst du in Prag? Schon 3-mal. Wie alt bist du? 7 Jahre. Wie viel kostet das? 2,99 Euro. Wie groß ist dein Sohn jetzt? Schon 1,51 Meter. Und noch einmal. Wie lange hast du gewartet? 5 Minuten. Wie oft warst du in Prag? Schon 3-mal. Wie alt bist du? 7 Jahre. Wie viel kostet das? 2,99 Euro.
Wie groß ist dein Sohn jetzt? Schon 1,51 Meter. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Und jetzt noch einmal zum Selbstüben. Ciao! Setzen Sie ein Pronomen Sie oder Ihr. Sie steht im Akkusativ und Ihr im Dativ. Ich habe Ihr gerufen. Du hast Sie gesehen. Sie hat ihr gefehlt. Ich habe sie gemocht. Ich habe ihr geschrieben. Das hat ihr gefallen. Es hat sie gestört. Sie hat sie geliebt. Es hat ihr gehört. Ich habe es ihr geschickt. Ich habe sie geputzt. Sie hat ihr zugehört. Es hat sie gefroren. Sie hat sie gehen lassen. Es ist ihr klar geworden. Sie ist mit ihr spazieren gegangen. Sie hat sie eingeladen. Ich habe sie gelesen.
Sie hat mit ihr gespielt. Ich habe es ihr erzählt. Es hat ihr wehgetan. Sie hat ihr geantwortet. Sie haben sie unterstützt. Er hat ihr gedankt. Man hat sie beraten. Sie hat sie ertragen. Sie hat es ihr klar gemacht. Sie hat sie geändert. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Hallo, in diesem Video sehen wir uns einige Präpositionen und Artikel an, die zum Haus gehören. Zuerst die Sätze. Er geht seiner Schwester Hause. Moment ist er noch sich Hause. Er geht Haus. Ihm Hause. Ihr nimmt er den Bus. Und die Lösungsmöglichkeiten: A auf, B aus, C den, D von, E zu, F zum, G bei, H nach, I im und J dem. Setzen wir ein. Er geht zu seiner Schwester. Zu steht immer mit Dativ. Nach Hause. Wohin? Nach Hause. Er geht zu seiner Schwester nach Hause. Im Moment. Im Moment ist ein fester Ausdruck. Ist er noch bei sich? Sich ist ein Reflexivpronomen. Zu Hause. Wo? Zu Hause. Im Moment ist er noch bei sich zu Hause. Er geht aus dem Haus. Er geht aus dem Haus. Aus plus Dativ. Von ihm, von plus Dativ. Zu Hause, von ihm zu Hause. Zu ihr nimmt er den Bus. Von und zu stehen jeweils mit Dativ. Und der Ausdruck zu Hause bedeutet wo zu Hause. Und jetzt noch einmal der ganze Text. Er geht zu seiner Schwester nach Hause. Im Moment ist er noch bei sich zu Hause. Er geht aus dem Haus. Von ihm zu Hause, zu ihr nimmt er den Bus. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Tschüss. Und jetzt die Wiederholung.
Setzen Sie ein Pronomen ihn oder ihm. Ich habe ihm gerufen, Dativ. Du hast ihn gesehen, Akkusativ. Sie hat ihm gefehlt, Dativ. Ich habe ihn gemocht, Akkusativ. Ich habe ihm geschrieben, Dativ. Das hat ihm gefallen, Dativ. Es hat ihn gestört, Akkusativ. Sie hat ihn geliebt, Akkusativ. Es hat ihm gehört, Dativ. Ich habe es ihm geschickt, Dativ. Ich habe ihn geputzt, Akkusativ. Sie hat ihm zugehört, Dativ. Es hat ihn gefroren, Akkusativ. Sie hat ihn gehen lassen, Akkusativ. Es ist ihm klar geworden, Dativ. Sie ist mit ihm spazieren gegangen, Dativ. Sie hat ihn eingeladen, Akkusativ. Ich habe ihn gelesen, Akkusativ. Sie hat mit ihm gespielt, Dativ. Ich habe es ihm erzählt, Dativ. Es hat ihm wehgetan, Dativ. Sie hat ihm geantwortet, Dativ. Sie haben ihn unterstützt, Akkusativ. Er hat ihm gedankt, Dativ. Man hat ihn beraten, Akkusativ. Sie hat ihn ertragen, Akkusativ. Sie hat es ihm klar gemacht, Dativ. Sie hat ihn geändert, Akkusativ. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao.
Setzen wir ein. Präpositionen und Artikel. Ich gehe heute nicht an oder in die Uni, sondern gehe lieber zum Schwimmen. An den See. Ich fahre nicht mit dem Zug, zur Uni. Um dort zu lernen. Ich möchte mich dort in die Sonne setzen. Und noch einmal. Ich gehe heute nicht an oder in die Uni, sondern gehe lieber zum Schwimmen. An den See. Ich fahre nicht mit dem Zug zur Uni, um dort zu lernen. Ich möchte mich dort in die Sonne setzen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Woher, wo und wohin. Und das Pronomen ihr, der Dativ von sie. Woher kommst du? Ich komme von ihr. Woher kommst du? Ich komme von ihr. Wo bist du? Ich bin bei ihr. Wo bist du? Ich bin bei ihr. Wohin gehst du? Ich gehe zu ihr. Wohin gehst du? Ich gehe zu ihr. Ich esse bei ihr zu Hause. Die Präpositionen von, bei und zu stehen mit dem Dativ. Und noch einmal, woher kommst du? Ich komme von ihr. Wo bist du? Ich bin bei ihr. Wohin gehst du? Ich gehe zu ihr. Ich esse bei ihr zu Hause. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Hallo, in diesem Video setzen wir die Pronomen ein. Wir achten auf den Kasus. Er bereitet es bei ihr zu. Erkennst du ihn? Erklärt sie es ihnen?
Er hat ihr zugehört. Sie drohen ihm mehrmals. Wo hast du ihn getroffen? Sie folgten ihnen lange. Und noch einmal, er bereitete es bei ihr zu. Erkennst du ihn? Erklärt sie es ihnen? Er hat ihr zugehört. Sie drohen ihm mehrmals. Wo hast du ihn getroffen? Sie folgten ihnen lange. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Wechselpräpositionen wo und das Wort dieser. Wo in dieser Stadt. Wo in dieser Gegend. Wo in diesem Land. Wo an diesem Ort? Wo in dieser Lage? Wo in dieser Region? Wo auf diesem Weg? Und noch einmal, wo in dieser Stadt, in dieser Gegend, in diesem Land, an diesem Ort, in dieser Lage, in dieser Region, auf diesem Weg. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao. Mich oder mir, mich Akkusativ, mir Dativ. Setzen wir ein. Kannst du es mir erklären? Hast du mich nicht erkannt? Es ist mir egal, was du willst. Rauchen schadet mir. Lass mich bitte in Frieden.
Mich nervt im Moment alles. Mir wurde plötzlich übel. Und noch einmal. Kannst du es mir erklären? Hast du mich nicht erkannt? Es ist mir egal, was du willst. Rauchen schadet mir. Lass mich bitte in Frieden. Mich nervt im Moment alles. Mir wurde plötzlich übel. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Hallo, in diesem Video sehen wir uns die Wörter es, das und das genauer an. Zuerst der Text. Verstehst du nicht? Oder niemanden interessiert und du nicht ändern kannst. Ist peinlich. Lass Lass einfach. Geht nicht. Reicht. Und die Lösungsmöglichkeiten A. Es, B. Das und C. Das setzen wir ein. Manchmal gehen mehrere Möglichkeiten. Verstehst du nicht? Dass das oder es niemanden interessiert. Das mit zwei S ist eine Konjunktion. Das und es können jeweils stehen. Und das bezieht sich wieder auf verstehst du nicht, genau wie das erste das mit zwei S. Du das oder es nicht ändern kannst. Dieser Satz ist parallel zum ersten Teil des Satzes. Verstehst du nicht, dass das oder es niemanden interessiert und dass du das oder es nicht ändern kannst? Das ist peinlich. Das entspricht dies. Es ist also ein Demonstrativpronomen. Lass das. Auch hier ist das wieder ein Demonstrativpronomen. Lass es einfach. In den letzten drei Sätzen, das ist peinlich, könnten wir auch einsetzen, es ist peinlich. Lass das, wir könnten auch sagen, lass es. Und hier, lass es einfach oder lass das einfach. Genauso wie im nächsten Satz. Das oder es geht nicht. Das reicht oder es reicht. Und jetzt noch einmal der ganze Text. Verstehst du nicht, dass das oder es niemanden interessiert? Und dass du das oder es nicht ändern kannst? Das ist peinlich. Lass das. Lass es einfach. Das oder es geht nicht. Das reicht. Es reicht. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es.
und es wäre schön, wenn ihr Mitglied auf dem Kanal würdet. Und jetzt noch einmal die Wiederholung zum Selbstüben. Tschüss! Hallo, in diesem Video sehen wir uns einige Konjunktionen und ähnliche Konstruktionen an. Zuerst der Text. Dadurch, du mich erinnert hast, ist mir aufgefallen, ich ihn abholen sollte, ich aus hatte. Er hatte mich nicht angerufen. Er nicht stört oder nicht stören. Und die Lösungsmöglichkeiten sind A. damit, B. das, C. zu, D. um, E. nachdem und F. das. Setzen wir ein. Dadurch, dass du mich erinnert hast, dadurch das, ist mir aufgefallen, dass, wir verwenden dadurch das und aufgefallen das, aufgefallen plus Konjunktion das. Dadurch, dass du mich erinnert hast, ist mir aufgefallen, dass ich ihn abholen sollte, nachdem ich aus hatte. Er hatte mich nicht angerufen, damit er nicht stört, oder? Um nicht zu stören. Die beiden Konstruktionen damit und um zu sind beide final. Bei damit können wir zwei verschiedene Subjekte haben, bei um zu muss es dasselbe sein. Um zu ist eine Infinitivkonstruktion. Und jetzt noch einmal die ganze Aufgabe. Dadurch, dass du mich erinnert hast, ist mir aufgefallen, dass ich ihn abholen sollte, nachdem ich aus hatte. Er hatte mich nicht angerufen, damit er nicht stört, oder um nicht zu stören. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Und es wäre schön, wenn ihr Mitglied auf dem Kanal würdet. Bis dann, tschüss und jetzt die Wiederholung zum Selbstüben.
Woher, wo oder wohin setzen Sie ein? Links die Sätze mit dem Pronomen Ihnen und rechts die Präpositionen, die man einsetzen kann. Achtung, nicht immer steht etwas. Fangen wir an. Woher kommen Sie? Ich komme von Ihnen. Wo sind Sie? Ich bin bei Ihnen. Wohin gehen Sie? Ich gehe zu Ihnen. Wir essen bei Ihnen. Die Präpositionen von, bei und zu stehen immer mit Dativ, ganz automatisch, egal ob es heißt woher, wo oder wohin. Und jetzt noch einmal. Woher kommen Sie? Ich komme von Ihnen. Wo sind Sie? Ich bin bei Ihnen. Wohin gehen Sie? Ich gehe zu Ihnen. Wir essen bei Ihnen. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Und jetzt die Wiederholung zum selber üben. Und es wäre schön, wenn ihr Mitglied auf dem Kanal würdet. Bis dann. Ciao. Hallo, in diesem Video sehen wir uns einige Konjunktionen an. Zuerst der Text. Ruf mich an, Komma, Punkt, 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 du kommst. Ich weiß noch nicht, Punkt, 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 ich Zeit habe, Punkt, 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 melde mich, Punkt, 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 du Bescheid weißt, Punkt, 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 die anderen benachrichtigen kannst. Und die Lösungsmöglichkeiten sind A oder, B und, C wenn, D ob, E als und F damit. Setzen wir ein. Ruf mich an, wenn oder ob du kommst. Wenn du kommst, dann wenn und ob, ja oder nein. Ich weiß noch nicht, ob ich Zeit habe, ja oder nein. Aber ich melde mich, damit du Bescheid weißt, das ist wie um zu, und du die anderen benachrichtigen kannst. Und jetzt noch einmal der ganze Text. Ruf mich an, wenn oder ob du kommst. Ich weiß noch nicht, ob ich Zeit habe. Aber ich melde mich, damit du Bescheid weißt und die anderen benachrichtigen kannst. Ich hoffe, dass das Video euch gefallen und geholfen hat. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Und es wäre schön, wenn ihr Mitglied auf dem Kanal würdet. Und jetzt die Wiederholung zum Selbstüben. Bis dann, ciao!
Hallo, in diesem Video sehen wir uns temporale Ausdrücke an, die dieselbe Bedeutung haben. Wir wählen die Worte Woche, Monat, Jahr, Jahrhundert und Mal. Setzen wir ein. Diese Woche, in dieser Woche. Der Ausdruck links diese Woche steht im Akkusativ, der Ausdruck rechts im Dativ. Nächsten Monat, im nächsten Monat. Nächsten Monat Akkusativ, im nächsten Monat Dativ. Letztes Jahr, im letzten Jahr. Letztes Jahr Akkusativ, im letzten Jahr Dativ. Letztes Jahrhundert, im letzten Jahrhundert. Letztes Jahrhundert Akkusativ, im letzten Jahrhundert Dativ. Letztes Mal, beim letzten Mal. Letztes Mal Akkusativ, beim letzten Mal Dativ. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Und jetzt die Wiederholung. Diese Woche, in dieser Woche. Nächsten Monat, im nächsten Monat. Letztes Jahr, im letzten Jahr. Letztes Jahrhundert, im letzten Jahrhundert. Letztes Mal, beim letzten Mal. Und jetzt eine kleine Wiederholung zum selber üben. Bis dann. Ciao. Hallo, in diesem Video sehen wir uns verschiedene Fragewörter an. Unten die Lösungsmöglichkeiten A. Worüber, B. Worauf, C. Woran, D. Wozu und E. Womit. Hier muss man immer auf das Verb mit Präposition achten. Und nun die Sätze. Punkt, Punkt, Punkt. Beziehen Sie sich. Punkt, 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 verfügt sie. Punkt, 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 macht man das. Punkt, 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 bemalt er das. Punkt, 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 bemerkt man das. Punkt, 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 diskutieren sie. Punkt, 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 dient das. Und Punkt, 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 braucht sie das. Setzen wir ein. Worauf beziehen Sie sich? Sich beziehen auf plus Akkusativ. Worüber verfügt sie? Verfügen über plus Akkusativ.
Wozu macht man das? Machen zu etwas oder wofür? Womit oder wozu bemalt er das? Bemalen mit Dativ oder zu Dativ? Woran bemerkt man sie? Bemerken plus an plus Akkusativ. Worüber diskutieren Sie? Diskutieren über Akkusativ. Wozu dient das? Dienen zu plus Dativ. Wozu braucht sie das? Brauchen zu plus Dativ. Und noch einmal, worauf beziehen Sie sich? Worüber verfügt sie? Wozu macht man das? Womit oder wozu bemalt er das? Woran bemerkt man sie? Worüber diskutieren sie? Wozu dient das? Wozu braucht sie das? Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Und jetzt noch einmal die Wiederholung zum Selbstüben. Setzen Sie ein, woher kommt er oder sie? Er kommt aus Spanien. Aus der Türkei. Aus Berlin. Von der Nordsee oder aus der Nordsee, wenn er im Wasser war. Aus dem Nahen Osten. Aus Leipzig. Aus dem Süden.
Aus der Karibik. Aus Nordamerika. Aus Mailand. Aus der Schweiz. Aus Eritrea. Aus dem Westen. Aus Australien. Aus den USA. Die USA sind Plural. Aus Thailand. Aus dem Libanon. Maskulin. Vom Land oder aus dem Land? Vom Land, nicht in der Stadt, aus dem Land, ein Staat. Aus Georgien. Aus dem Jemen, maskulin. Aus Portugal. Aus Osteuropa. Aus Kambodscha. Aus Japan. Aus dem Kongo, maskulin. Aus China. Von der Insel, feminin. Von der Grenze, feminin. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao. Setzen Sie ein. Pronomen. Sie folgten ihnen lange. Dativ. Hat er ihr verziehen? Er Nominativ, ihr Dativ. Nehmt ihr es für mich mit? Es Akkusativ, mich Akkusativ. Schenkst du es ihr? Es Akkusativ, ihr Dativ. Hast du sie gehört? Sie Akkusativ. Sie hat es ihm vorgelesen. Es Akkusativ. Ihm Dativ. Kannst du es mir empfehlen? Es Akkusativ, mir Dativ.
Dazu fiel mir nichts mehr ein. Mir Dativ. Ist es dir schließlich gelungen? Es Nominativ, dir Dativ. Er sah es ihr an. Es Akkusativ, ihr Dativ. Sie gedenken ihnen. Ihnen Dativ. Er bereitete es bei ihnen zu. Es Akkusativ, ihnen Dativ. Erkennst du ihn wieder? Ihn Akkusativ. Was wünschst du dir von ihr? Dir Dativ, ihr Dativ. Sie glaubt es ihm nicht. Es Akkusativ, ihm Dativ. Er setzte sich mit ihr auseinander, ihr Dativ. Er folgte ihnen nach, ihnen Dativ. Sie sah es nicht ein, es Akkusativ. Wo bist du ihm begegnet? Ihm Dativ. Er stimmte ihr zu, ihr Dativ. Besuchst du mich mal? Mich Akkusativ. Er hat es bei ihr vergessen. Es Akkusativ, ihr Dativ. Ich gebe es dir bald zurück. Es Akkusativ, dir Dativ. Bringst du es uns mit? Es Akkusativ, uns Dativ. Haben sie es ihnen erklärt? Es Akkusativ, ihnen Dativ. Er hatte ihr zugehört. Ihr Dativ. Sie drohte ihm mehrmals, ihm Dativ. Wo hast du ihn getroffen? Ihn Akkusativ. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Und es wäre schön, wenn ihr Mitglied auf dem Kanal würdet. Bis dann, ciao! Hallo, in diesem Video sehen wir uns verschiedene Artikel und Pronomen an. Zuerst der Text. Kennst du Mann dort sitzt? Nein, ich kenne nicht. Kennst du Frau gerade gekommen ist? Nein, ich kenne nicht. Sollte ich kennen? Und die Lösungsmöglichkeiten sind A, sie, B, die, C, diesen, D, diese und E, der. F, ihn. Setzen wir ein. Kennst du diesen Mann? Akkusativ. Der dort sitzt. Der, Relativpronomen, Nominativ, Maskulin. Nein, ich kenne ihn nicht.
Kennst du diese Frau? Feminin. Die gerade gekommen ist. Relativpronomen. Feminin. Nominativ. Nein, ich kenne sie nicht. Sie. Akkusativ. Sollte ich sie kennen? Sie. Akkusativ. Und noch einmal. Kennst du diesen Mann? Akkusativ. Der dort sitzt. Der, Relativpronomen, Nominativ, Maskulin. Nein, ich kenne ihn nicht. Kennst du diese Frau? Feminin. Die gerade gekommen ist. Relativpronomen. Feminin. Nominativ. Nein, ich kenne sie nicht. Sie. Akkusativ. Sollte ich sie kennen? Sie. Akkusativ. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Und jetzt noch einmal die Wiederholung zum Selbstüben. Ciao! Hallo, in diesem Video sehen wir uns die Arbeit und das Büro genauer an und dazu die passenden Fragen: Woher, wo und wohin? Unten findet ihr die Lösungsmöglichkeiten. Fangen wir an. Woher kommt er? Er kommt von der Arbeit im Büro. Wo ist er? Er ist bei oder in der Arbeit im Büro. Wohin geht er? Er geht zur Arbeit ins Büro. Und noch einmal. Woher kommt er? Er kommt von der Arbeit im Büro. Wo ist er? Er ist bei oder in der Arbeit im Büro. Wohin geht er? Er geht zur Arbeit ins Büro. Im Satz 1 sagen wir von woher. Von steht mit Dativ. Im Satz 2 bei oder in. Auch hier wieder Dativ. Und in Satz 3 zur Arbeit. Zu steht immer mit Dativ.
Sehen wir uns den hinteren Teil genauer an. Im Satz 1 und 2 sagen wir im Büro, wo, und im Satz 3 ins Büro, wohin. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Und jetzt die Wiederholung zum Selbstüben. Ciao! Hallo, in diesem Video sind wir im Haus. Links findet ihr die Sätze und rechts die Antworten. Setzen wir ein. Woher kommst du? Ich komme aus dem Haus. Wo bist du? Ich bin im Haus. Dativ. Wohin gehst du? Ich gehe zum Haus, Dativ, oder ins Haus, Akkusativ. Ich schlafe im Haus. Und jetzt die Wiederholung. Woher kommst du? Ich komme aus dem Haus. Wo bist du? Ich bin im Haus, Dativ. Wohin gehst du? Ich gehe zum Haus, Dativ, oder ins Haus, Akkusativ. Ich schlafe im Haus. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Und es wäre schön, wenn ihr Mitglied auf dem Kanal würdet. Bis dann. Ciao. Und jetzt die Wiederholung zum Selbstüben.
Hallo, in diesem Video haben wir einige Ausdrücke, die etwas komplizierter sind. Wir bilden das Perfekt und setzen ein A haben oder B sind. Und los geht's. Sie sind müde gewesen. Sie sind betrogen worden. Sie haben flüchten müssen. Sie sind beruhigt worden. Sie sind spazieren gegangen. Sie haben ihn in Ruhe gelassen. Und noch einmal. Sie sind müde gewesen. Sie sind betrogen worden. Sie haben flüchten müssen. Sie sind beruhigt worden. Sie sind spazieren gegangen. Sie haben ihn in Ruhe gelassen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Und jetzt noch einmal zum Selbstüben. Hallo, in diesem Video sehen wir uns die Fragen woher, wo und wohin an und dazu die Wörter Schule, Hause und Klasse. Unten finden wir die Antwortmöglichkeiten. A in, B von, C der, D zu oder zur, E nach und F die. Setzen wir ein. Woher kommt er? Er kommt von der Schule nach Hause. Wo ist er? Er lernt in der Schule in der Klasse. Wohin geht er? Er geht von zu Hause zur oder in die Schule. Und noch einmal. Woher kommt er? Er kommt von der Schule nach Hause. Wo ist er? Er lernt in der Schule in der Klasse. Wohin geht er? Er geht von zu Hause zur
oder in die Schule. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Und jetzt die Wiederholung zum Selbstüben. Bis dann. Ciao. Hallo, in diesem Video sehen wir uns die Fragen an. Und zwar, wer Nominativ, wen Akkusativ, wem Dativ und wessen Genitiv. Oben findet ihr Sätze und jetzt setzen wir ein. Los geht's. Wer nervt dich? Nominativ. Wessen Handy ist das? Genitiv. Wer hat sich gemeldet? Nominativ. Wem hast du es gebracht? Dativ. Wem hast du es gemeldet? Dativ. Wer hilft dir? Nominativ. Wem fehlst du? Dativ. Wen hast du eingeladen? Akkusativ. Wer braucht dich? Nominativ. Und noch einmal. Wer nervt dich? Nominativ. Wessen Handy ist das? Genitiv. Wer hat sich gemeldet? Nominativ. Wem hast du es gebracht? Dativ. Wem hast du es gemeldet? Dativ. Wer hilft dir? Nominativ. Wem fehlst du? Dativ. Wen hast du eingeladen? Akkusativ. Wer braucht dich? Nominativ. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Und jetzt die Wiederholung zum Selbstüben. Bis dann. Ciao.
Hallo, in diesem Video machen wir uns auf, von der Arbeit nach Hause. Zuerst sehen wir die Fragen woher, wo und wohin und dann setzen wir ein. Unten stehen die Lösungsmöglichkeiten A in, B von, C der, D zu, E nach und F bei. Setzen wir ein. Woher kommt er? Er kommt von der Arbeit nach Hause. Wo ist er? Er arbeitet bei sich zu Hause. Wohin geht er? Er geht nach der Arbeit nach Hause. Und noch einmal. Woher kommt er? Er kommt von der Arbeit nach Hause. Wo ist er? Er arbeitet bei sich zu Hause. Wohin geht er? Er geht nach der Arbeit nach Hause. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Und jetzt die Wiederholung zum Selbstüben. Bis dann. Ciao. Hallo, in diesem Video sehen wir uns die Arbeit und das Büro genauer an und dazu die passenden Fragen, woher, wo und wohin. Unten findet ihr die Lösungsmöglichkeiten. Fangen wir an. Woher kommt er? Er kommt von der Arbeit im Büro. Wo ist er? Er ist bei oder in der Arbeit im Büro. Wohin geht er? Er geht zur Arbeit ins Büro. Und noch einmal. Woher kommt er? Er kommt von der Arbeit im Büro. Wo ist er? Er ist bei oder in der Arbeit im Büro. Wohin geht er? Er geht zur Arbeit ins Büro. Im Satz 1 sagen wir von woher, von steht mit Dativ. Im Satz 2 bei oder in, auch hier wieder Dativ. Und in Satz 3 zur Arbeit. Zu steht immer mit Dativ. Sehen wir uns den hinteren Teil genauer an. Im Satz 1 und 2 sagen wir im Büro, wo, und im Satz 3 ins Büro, wohin. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Und jetzt die Wiederholung zum Selbstüben. Ciao!
Hallo, in diesem Video sind wir im Haus. Links findet ihr die Sätze und rechts die Antworten. Setzen wir ein. Woher kommst du? Ich komme aus dem Haus. Wo bist du? Ich bin im Haus. Dativ. Wohin gehst du? Ich gehe zum Haus, Dativ, oder ins Haus, Akkusativ. Ich schlafe im Haus. Und jetzt die Wiederholung. Woher kommst du? Ich komme aus dem Haus. Wo bist du? Ich bin im Haus, Dativ. Wohin gehst du? Ich gehe zum Haus, Dativ, oder ins Haus, Akkusativ. Ich schlafe im Haus. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Und es wäre schön, wenn ihr Mitglied auf dem Kanal würdet. Bis dann, ciao und jetzt die Wiederholung zum Selbstüben. Hallo, in diesem Video haben wir einige Ausdrücke, die etwas komplizierter sind. Wir bilden das Perfekt und setzen ein A haben oder B sind. Und los geht's. Sie sind müde gewesen. Sie sind betrogen worden. Sie haben flüchten müssen. Sie sind beruhigt worden. Sie sind spazieren gegangen. Sie haben ihn in Ruhe gelassen. Und noch einmal. Sie sind müde gewesen. Sie sind betrogen worden. Sie haben flüchten müssen. Sie sind beruhigt worden. Sie sind spazieren gegangen. Sie haben ihn in Ruhe gelassen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Und jetzt noch einmal zum Selbstüben.
Hallo, in diesem Video sehen wir uns die Fragen woher, wo und wohin an und dazu die Wörter Schule, Hause und Klasse. Unten finden wir die Antwortmöglichkeiten A in, B von, C der, D zu oder zur, E nach und F die. Setzen wir ein. Woher kommt er? Er kommt von der Schule nach Hause. Wo ist er? Er lernt in der Schule in der Klasse. Wohin geht er? Er geht von zu Hause zur oder in die Schule. Und noch einmal. Woher kommt er? Er kommt von der Schule nach Hause. Wo ist er? Er lernt in der Schule in der Klasse. Wohin geht er? Er geht von zu Hause zur oder in die Schule. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Und jetzt die Wiederholung zum Selbstüben. Bis dann. Ciao. Hallo, in diesem Video sehen wir uns die Fragen an. Und zwar, wer Nominativ, wen Akkusativ, wem Dativ und wessen Genitiv. Oben findet ihr Sätze und jetzt setzen wir ein. Los geht's. Wer nervt dich? Nominativ. Wessen Handy ist das? Genitiv. Wer hat sich gemeldet? Nominativ. Wem hast du es gebracht? Dativ. Wem hast du es gemeldet? Dativ. Wer hilft dir? Nominativ. Wem fehlst du? Dativ. Wen hast du eingeladen? Akkusativ. Wer braucht dich? Nominativ. Und noch einmal. Wer nervt dich? Nominativ. Wessen Handy ist das? Genitiv. Wer hat sich gemeldet? Nominativ. Wem hast du es gebracht? Dativ. Wem hast du es gemeldet? Dativ.
Wer hilft dir? Nominativ. Wem fehlst du? Dativ. Wen hast du eingeladen? Akkusativ. Wer braucht dich? Nominativ. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Und jetzt die Wiederholung zum Selbstüben. Bis dann. Ciao. Hallo, in diesem Video machen wir uns auf, von der Arbeit nach Hause. Zuerst sehen wir die Fragen, woher, wo und wohin, und dann setzen wir ein. Unten stehen die Lösungsmöglichkeiten. A. In, B. Von, C. Der, D. Zu, E. Nach und F. Bei. Setzen wir ein. Woher kommt er? Er kommt von der Arbeit nach Hause. Wo ist er? Er arbeitet bei sich zu Hause. Wohin geht er? Er geht nach der Arbeit nach Hause. Und noch einmal. Woher kommt er? Er kommt von der Arbeit nach Hause. Wo ist er? Er arbeitet bei sich zu Hause. Wohin geht er? Er geht nach der Arbeit nach Hause. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Und jetzt die Wiederholung zum Selbstüben. Bis dann. Ciao.